Ja, denke ich. Bisher habe ich eigentlich immer alles relativ gut hinbekommen, außer jetzt halt mit dem Mikrofon. Wenn man noch nie ein externes Mikrofon hatte, dann ist man erstmal total verpeilt und verwirrt. Hallo Mikuino, heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden am Pelikan vorbeischwimmen und ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Dimitrios. Okay. Ende des Sommers schon. Krass. Wallenwanderung in den Winter hinein, Ende des Sommers. Dann noch nicht mal Herbst. Aber das Mikrofon ist toll. Jetzt kann ich endlich mit normalen Kopfhörern, also mit In-Ears, dran sitzen, ohne dass ich irgendwie Druck auf dem Kopf habe. Weil ich habe echt das Gefühl, dass alle Kopfhörer, die ich so habe, die ich benutzen kann, dass die mir am Kopf drücken. Wirklich alle. Und ich wollte gerade sagen, wie? Anitan, du hast mir doch schon gefollowt, aber ja, das ist die Treasure Box, ne? Habe ich heute auch schon gemacht. Nochmal extra. Diese Programme mit extra Würsteln. Immer dasselbe. Das schon gegossen? Ich weiß es nicht. Egal, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Die Axt ist gerade in Bearbeitung. Gehen wir einfach nochmal in die Höhlen hinein. Was ich nicht alles schaffe, ist immer wieder faszinierend. Ich kann den Stream ja eigentlich auch auf dem Handy laufen lassen. Ich müsste es gar nicht am PC laufen lassen. Aber da man eh alle Einstellungen noch im Browser machen muss, war es ja eh schon offen. Na? Böse. Böse. Vermeiden. Praktisch, wenn die Lade jetzt hier irgendwo ist. Kein Game Sound kommt. Ich glaube, das habe ich nicht mitbekommen, wo das passiert ist. Ich lasse meinen Stream ja allgemein schon nebenher laufen, um den Chat zu sehen, weil ich ja nur einen Bildschirm habe. Aber das ist eh lautlos. Und ist auch ein bisschen komisch, wenn man dann sich wie gerade eben zweimal hört. Aber das ist doof. Das habe ich aber auch schon so oft gehabt. Irgendwas mit dem Sound dann wieder nicht gestimmt hat und ich wusste einfach nicht warum. Ich habe gar nichts verändert. Hat man auf einer Ebene und schon so erschöpft. Ich brauche die Küche, dass ich deutlich mehr machen kann, dass ich mir was zu essen machen kann, was ich dann mit in die Höhlen nehme.
was schön heilt dann auch. Da ist gleich ein Leiter. Ich versuche immer so 5 Level runterzukommen. Ah, den habe ich jetzt zwar schon, aber egal. Brauchen kann man alles. Keine Monster hier. Interesting. Oh, doch, da. Hallöchen. Okay. Eine Leiter zu sehen. Das heißt, sie muss unter... Oh, Wasser. Da. Down von der Capture Card neulich doppelt. Ganz leicht versetzt. Software und einmal über Desktop Audio. Ah, okay. Bei meiner Capture Card muss ich zum Beispiel den Desktop Sound anmachen, dass ihr dann den Sound von der Konsole mitbekommt. Das ist bei mir zum Beispiel so. Aber ich habe halt auch eine. Ich habe gespart. Komisches Brötchen. Das komische Brötchen einfach. Ui. Das ist aber schön. Dann esse ich gerne komische Brötchen. Natürlich. Das ist so klar. Es sind jetzt nur noch 2 Ebenen. Leider nicht so großartig auf den Chat gucken, weil ich auch schon nicht mehr allzu viel Leben habe. Ich hoffe eigentlich, dass ich jetzt noch 2 Ebenen runterkomme. Oh, oh, oh. Ich krieg die Leiter noch vor dir. Ui. Ui. Okay. Weg, gell? Ich hatte so viel, was ich mitnehmen kann. Oh, Gold ist halt herrlich. Gold brauche ich noch. Nach dem Eisen kann ich meine Sachen nicht. Kann ich meine Sachen das nächste Mal mit Gold verbessern. Pilze geben doch garantiert Kohle. Restliche Gold. Beruhig dich. Ah, ja, die Elgatus nehmen ja viele, weil die ja echt gut sein soll. Gerade echt die verdammte Fledermaus geheilt. Dein Ernst? So, jetzt nehmen wir noch ein paar Pilze mit. Das war's, glaube ich, mit den Edelsteinen. Tadam! Haben wir noch Platz? Nein, natürlich nicht. Können wir den rauswerfen? Das Gras können wir rauswerfen. Das hier können wir rauswerfen. Gucken wir mal. Obsidian-Schneide. Mhm. Oh, die ist halt schon mal deutlich. Genau. Wirf sie einfach weg. Warum auch nicht? So, Ebene 90.
Ja, verständlich, dass die teuer sind, ne? Will ja auch jeder haben, weil sie gut sind. Ich glaube, das Mikrofon, was ich anfangs ins Auge geworfen habe. Hat was scheppern, deswegen weniger. Was war da? Ich habe, wie gesagt, das Wave 3 von Elgato ins Auge geworfen gehabt. Aber mit knapp 200 Euro ist das halt auch ein Ding. Und das, was ich hier jetzt habe, hat echt nur 70 Euro gekostet. Oh, ich habe das doch noch nicht. Guck mal an, ich hatte es doch noch nicht. Miko war wieder so von sich überzeugt. Ich glaube, jetzt ist es... Bitte? Versuch's mal mit deutlich reden, Miko. Versuch's einfach mal mit deutlich aussprechen. Das ist gar nicht so leicht. Deutlich aussprechen ist gar nicht so leicht. Ich fand es heute Mittag lustig. Da habe ich mit einem... Komm später zurück. Oh, okay. Warum auch nicht? Genau, heute Mittag habe ich mit einem anderen Streamer von Drovo ein bisschen geschrieben. Also ich habe geschrieben, er hat natürlich sprichwörtlich geantwortet. Ja. Ich fand das hier halt geil. Ich habe halt vom Midgard gleich der hat sich das selber geholt. Und da habe ich gefragt, ob das okay wäre. Ob, wenn ich mir das selber hole, weil ich das echt gut finde, sich gut anhört. Und wenn es für ihn okay ist, würde ich mir das selber holen. Und ob er mir den Link halt schicken würde. Er war damit direkt einverstanden, das finde ich dann immer super. Und dann habe ich mir das vorgestern bestellt und kam es auch gestern direkt an. Mega. Und ich finde es echt gut, weil bei Midgard ist der Sound eigentlich auch echt gut. Okay. Ich finde es super. Das ist das Uru. Wo habe ich den Zettel hin? Da habe ich den Zettel hin. Ich kann es trotzdem nicht aussprechen. Kann man es lesen? Das ist das, was ich jetzt habe. Wie lange reiten die eigentlich vor? Nicht wirklich. Ich kann das. Ich weiß nicht. Heißt es Juru oder Uru? Ich weiß es gerade nicht. Ich müsste jetzt kurz auf Amazon nachschauen. Sag mal, wie spät muss ich denn auf das Festle gehen? Ich gar nicht dran gedacht, auf die, mir die Uhrzeit zu merken. Entschuldigung. Miku macht wieder komische Geräusche. Nimm jetzt das Goldchen mit. Meine Güte, dann gehe ich nochmal ins Zentrum und 22.
Ah, okay. 22 Uhr. Ja, dann war ich jedes Mal ein bisschen zu früh, ne? Aber nur ein bisschen. Gehen gleich runter. Gucken uns das Event an. Aber so ein externes Mikrofon ist halt auch viel angenehmer, finde ich, als ein Mikrofon direkt vor dem Mund zu haben. Wobei ich das jetzt auch nicht so schlimm finde mit dem Mikrofon, was hier von der Seite zum Mund hingeht. Weil man halt nichts wirklich, nichts hat, was einem die Sicht versperren kann. So, was kriege ich dafür? Dankeschön. Jetzt freuen sie sich. Hier sind die Minimos. Hüter des Waldes. Schön, schön. Bitteschön. Freut mich, ja. Und jetzt sprichst du wieder Kauderwelsch. Das ist ja klar. So, jetzt haben wir schon einen Bereich fertig. Ja, das muss ich auch noch. Bei mir ist halt das Problem. Uhuru. Uhuru. Ja. Ich weiß halt noch nicht, wie ich es am besten außer Campsicht mache, weil bei mir halt dann doch mal sein kann, dass da Störgeräusche im Hintergrund sind. Und es wäre nicht so schön, wenn man alles drumherum hört. Ich habe gedacht, die haben jetzt hier ein Event vorbereitet. Was ist hier los? Hier ist leer. Ist überhaupt irgendjemand? So eine Kringelmuschel. Sag nicht, jetzt habe ich es verpasst. Hier ist doch niemand. Ach, verdammt. Ja, genau, das möchte. Das ist halt bei mir. Ich wohne hier in der Wohnung ja nicht alleine, ne? Und wenn da mal was wach wird und nachts quäkt, ist das auch nicht so praktisch. Das kippe ich gleich um. Ah, 2 Uhr ist aber auch blöd. Ja, kipp um. Armes, armes Mädchen, du bist so erschöpft. Schlaf einfach, mitten auf dem Weg. Ja, ihr freut euch. Das ist schön. Wenigstens habe ich Geld gekriegt. Werde ich auch gleich angemeckert, weil ich eingeschlafen bin und umgekippt bin. Herbst. Miku, jemand hat dich letzte Nacht in der Klinik vorbeigebracht. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Du musst besser auf dich aufpassen und zu vernünftigen Zeiten schlafen gehen. Ich habe dir 1000 für die ärztliche Untersuchung in Rechnung gestellt. Der wird aber auch jedes Mal gieriger. Das letzte Mal waren es noch 150. Übertreib halt, Kerle. Übertreib halt. Das ist maßlos. Übertrieben. Maßlos übertrieben ist das echt. 1000. Das ist. Boah, der ist so gierig. Der Kerl ist so elendig gierig. Kann man kaum glauben. Was der einem an Kohle aus der Tasche zieht.